Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zurück zu Barfuß und Helzig Sockenwallheim. Hi, hi. So, wir hatten ja, ihr habt es gestern gesehen, einen Stream und haben da eine ganze Menge Sachen gemacht. Ich werde den Stream oder habe den Stream wahrscheinlich sogar schon unterteilt, damit ihr dann auch euch das raussuchen könnt, was ihr haben möchtet, was ihr sehen möchtet. Auf jeden Fall haben wir Knochenwanz getötet und wir haben, hier seht ihr es, eine Wünschelrute bekommen. Außerdem haben wir uns die Gürtel geholt. Denn wir haben herausgefunden, dass wir viele von den Dingen, die wir gefunden haben, von denen wir nicht wussten, was wir damit machen sollen, bei unserem süßen alten Zwerg verkaufen können. Das zeigen wir euch nachher auch gleich noch, wie das funktioniert. So, und jetzt gibt mir das Zicklein erstmal ein Silberbahn. Seht euch das an, die wollt den Wolfsbrustschutz. Wir haben die ganze Zeit darauf gewartet, die Wolfsrüstung. Wir können sie endlich bauen, den Drachenhelm Frostner. Dann haben wir den Wolfshartspeer, den Schild natürlich. Das sind so viele Sachen, die kann man gar nicht alle. Aber ihr habt es ja gesehen, und ihr könnt euch das Video an der Stelle kurz pausieren. Wir können aber hier nochmal ganz kurz reingehen. Wir haben hier, da ist er, der Wolfsbrustschutz. Dafür brauchen wir 5-mal Wolfspelze. Also wir brauchen gar nicht so viele Wolfspelze. Wir haben auch schon ein bisschen was. Ketten, sind das Silberketten oder sind das normale Ketten? Das weiß ich gar nicht. Auf jeden Fall brauchen wir eine Menge Silber. Und da haben wir noch nicht so viel. Wir haben nämlich eine Silberader bis jetzt gefunden. Auch das zeigen wir euch. Wie das funktioniert natürlich, wie sich das gehört. Und ich könnte mir endlich einen Raugreißzahn bauen. Wir haben bessere Bogen. Ein vieles Bogen. Und dann können wir uns den hier bauen. Da freuen wir uns auch schon drauf. Ja. Den Frostner. Ja. Einer der, also der beste Hammer im Spiel, soweit ich weiß. Soweit ich informiert bin. Aber ich bin ja meistens nicht so gut informiert. Ich will ihn haben. So, jetzt wollen wir mal kurz gucken, ob wir noch irgendwas schönes. Ja, natürlich. Wir haben noch mal schöne Sachen hier. Komm mal bitte zu mir, genau, da bist du ja. Okay. Ich gebe dir mal den Silberbahn zurück, weil der wäre jetzt ungünstig. Zum Transportieren? Genau, weil ich will nämlich was machen, ganz kurz. Da musst du jetzt, musst du aber nicht unbedingt mitkommen. Und zwar möchte ich den Leuten bloß mal kurz zeigen, wie das mit unserem Händler funktioniert. Das stört dich nicht, oder? Das schlimmer alleine machen. Nee, ich gehe jetzt mal nach Hause und räume meine Tasche aus. Denk dran, dass du keine Bahn mitnehmen kannst. Ich habe keine einstecken. Und da ist er. Na, hallo, alter. Alter Falter. Guckt euch an. Ja, guckt mal so irgendwie so. Weiß ich, als ob er benebelt ist. Ich glaube, ich möchte nicht wissen, was er in seiner Pfeife drin hat. So, und jetzt Heilkräuter. Mal, und dann seht ihr hier unten, guckt euch das an, verkaufen. Und alles, was verkäuflich ist. Das könnt ihr im Spiel auch so nicht weiter brauchen, müsst ihr euch also keine Sorgen machen. Könnt ihr einfach drauf drücken und seht da schon, 20 mal Bernstein für 100 verkauft. So, das kann ich jetzt so oft machen, bis der Bernstein alle ist. Und dann kommen natürlich auch die Bernsteinperlen mit 500 noch dazu. Und dann habt ihr relativ schnell relativ große Mengen Gold. Denn Bernstein, Rubine, also Rubine zählen auch mit dazu. Die haben wir leider alles verkauft jetzt schon. Da hat es das Sigler ein bisschen eilig gehabt. Was heißt denn eigentlich? Ich wollte testen und Rubine haben sich halt verkaufen lassen. Aber das könnt ihr euch im Stream natürlich auch nochmal angucken, wenn ihr das sehen wollt. Wenn euch das jetzt hier nicht als Vorführung gereicht hat. Und wir haben natürlich im Stream, wie schon gesagt, den Knochenwanz getötet. Dazu hatten wir uns noch ein bisschen aufgerüstet. Auch das könnt ihr euch im Stream ganz in Ruhe angucken. Warum bin ich denn jetzt so schwer? Weil ich Gold habe. Hier in der Tasche. Ich bin jetzt aber trotzdem gleich nach Hause, oder? Dann ist es wenigstens an der richtigen Stelle. Und dann wollen wir jetzt die Taschen ausklären und dann müssen wir nämlich einen weiteren Weg mit euch gehen. Ja. Zusammen. Und zwar gehen wir aus der alten Base, weil wir da das Silber hingebracht hatten. Denn, was ist denn hier los? Der Silberberg ist leider. Komm mal raus, komm mal raus. Moment, ich kann gerade nicht. Was denn? Wir haben hier Skelette rumlaufen. Nein. Doch. Traut sich aber noch, warte mal. Die Hämmer war da gleich mal weg. Denn der Hammer ist wirklich der Hammer. Also das ist ja noch sehr kleiner, der Frosten ist ja noch heftiger. Warum stupst du schon wieder fast? Ich hab die Werkbank zerstört. Warum? Weil ich zu spät was gegessen habe. Ach nee. Noch mehr? Weiß ich nicht. Wozu komme ich denn dann hier rausgetrampelt? Da ist doch noch irgendwo was. Wo? Oh. Macht irgendwo noch irgendwas Schaden oder was? Ich geh mal hinten gucken. Geh du mal am Grill gucken. Am Grill? Ich muss wieder die langweiligen Sachen machen. Na gut. Die langweiligen Sachen. Gleich hau ich dich. Geh ich mal zur Grille. Ja, gebaut haben wir nicht. Mit Absicht. Denn das wollen wir natürlich im Let's Play mit euch zusammen machen. Aber wir haben auch wieder Material gefarmt.
also auch wieder langweilige Sachen im Stream gemacht, also nicht nur Action, Action, Action. Was heißt langweilig, stimmt ja auch nicht ganz, sondern nötig, aber nicht unbedingt spannend. Ah, ich wusste doch schon irgendwas. Ich wusste es. Außen? Ja. Okay, hat man das Skelett irgendwie? Nee. Aber ich kann ja gar nichts aufsehen. Skelette gegen Krautzwerge, ja, gegen aber Schweine. Warum sind die da, ist die Frage. Sie müssen ja irgendeinen Grund dafür haben. Keine Ahnung. Die jetzt muss ich da lassen, so. Nixen greifen unsere Mauer an. Das ist ja eine Frechheit. Die Nixen greifen unsere Mauer an. Ja. Die hält aber 100 Jahre gegen die Nixe. Selbst gegen eine Sternennixe. Aber ich glaube jetzt mal kurz raus. Ein Fall. Ja, na klar. Das war auf jeden Fall ein sehr lustiger Kampf. Und wir sind sehr entspannt geblieben sogar. Muss man sagen. Wir haben es also ohne größeres Problem geschafft. Dann im letzten Moment. Ohne also, größeres Terrain. Und im letzten Moment stimmt ja auch nicht. So. Kommt her, ihr Schweine. Ich treffe euch. Wo ist denn hier was? Da ist was. Lass mich doch auch mal irgendwas zum Hauen jetzt. Ich lasse dir doch was zum Hauen. Da ist ein Bogenschütze. Da steht hier da. Sind sogar zwei. Und bumm. Da ist er weg, der Bogenschütze. Und außerdem habe ich gleich noch Holz gemacht. Und hinter dir ist ein Schamane. Ja, ich weiß. Schon gesehen. Dem haue ich jetzt erstmal einen auf den Latz hier. Also das Ding hat eine extreme Reichweite. Für eine normale Nahkampfwaffe zumindest. Ihr macht damit super schlechten Schaden und ihr habt wirklich, wenn ihr den Knochenwanz machen wollt, dann ist das meine große Empfehlung. Uns wurde es selber empfohlen, muss ich dazu sagen. Dafür auch vielen, vielen Dank nochmal an unsere Fans, die uns da unterstützt haben. Wir sind also losgegangen, beide mit dem Eisenhammer. Das ist der etwas größere, wo ihr dann auch Imierfleisch braucht. Deswegen mussten wir auch das Gold besorgen. Deswegen haben wir herausgefunden, dass man das verkaufen kann, das Zeug. Und wir hatten beide einen Bogen mit Frostpfeilen, die wir auch noch im Stream hergestellt haben. Also gibt es da einiges zu sehen. Da könnt ihr euch den Werdegang dann aber trotzdem mal ganz in Ruhe angucken, wenn ihr selber den Knochenwanz noch nicht gemacht habt oder vielleicht, wie wir beim ersten Mal, nicht so richtig zurechtgekommen seid mit ihm. So, willst du da noch weiterkämpfen? Da ist ein Schamane. Ja, macht ja nichts. Steht ja nur da. Hau ab hier. Schwein. Wir haben nichts abbekommen. Mauer auch. Hast du die Mauer kontrolliert unten im unteren Bereich? Nein. Okay, dann gehe ich mal schnell ab. Halten zwar wirklich ewig, aber man muss es ja doch mal kontrollen hier. Und da hinten kommt ein Berserker. Sieht aber alles gut aus. Da hinten werden sie nicht mehr angegriffen haben. Das ist soweit. Das sieht alles gut aus. Da ist überhaupt nichts dran. Schöne Sache, das. Seitdem wir Knochenwanz gemacht haben, ist Zickler total mit Bogen fixiert. Selbst wenn die Typen im Nahkampf sind, haut sie nur noch mit dem Bogen drauf. Ich will auch. Bam. Das sieht so cool aus mit dem Hämmerchen. So. Aber jetzt werden wir erstmal das machen, was wir gesagt haben. Der Werdenbau, das habt ihr ja soweit gesehen im Let's Play. Das Einzige, was ich noch geändert habe, das habt ihr nicht gesehen. Das ist mir nämlich hinterher erst eingefallen, weil es die Sache ein bisschen einfacher macht. Ich gehe mal von hier aus einfach rein. Das ist das Feuer, die Feuerstelle. Die fand ich einfach zu groß. Die war einfach zu big hier oben drauf auf dem kleinen Holzpodest. Und deswegen haben wir unter die Säule einfach einen Stein drauf gesetzt. Was ziemlich easy ging und auf den Stein dann das Feuer gestellt. So, fertig war der Lack. Und ihr seht ja, das sieht gut aus. Also ich finde es zumindest gut. Und da passt dann auch immer noch so ein kleines Grillgestell drauf. Wobei ich schon überlege, ob ich dann eventuell den Stein 1 vertieft setze. Das heißt, ich müsste unten eine Säule wegnehmen, müsste dann einen halben Stein drauf machen und dann den Stein vertieft reinmachen. Aber das machen wir dann alles, wenn wir die Silbertour hinter uns haben. Ja, weshalb ich ja jetzt immer noch meine Taschen auswerten muss. Ja, ich auch. Bin ja auch schon. Ich meine, wer ist denn hier? Wer hoppelt denn hier auf unserem Wagen rum? Ein Problem hat man mit dem Hammer. Ihr müsst echt am besten aufpassen, wo ihr hinhaut. Also bei euch drin, wenn ihr in eurem Gelände kämpft und da sind Gebäude oder so in der Nähe, macht es nicht mit dem Hammer. Nein. Ihr haut wirklich alles kurz und klein. Ihr seht es ja, es bekommt nicht viel Schaden. Aber wenn so eine größere Gruppe ist und die haut ständig mit dem Hammer zu, dann kann es schon mal passieren, dass ihr so einen Wagen oder so eine Schmiede oder dergleichen kaputt klopft.
Aber ansonsten, wie gesagt, das Teil ist einfach nur genial. Und meine Taschen sind leer. So, ich habe natürlich jetzt, ich schmeiß jetzt hier das Zeug hier vorne. Warum nicht für Gold? Das habe ich rausgepackt vorhin, weil ich zu schwer war, sonst wäre ich nicht zu dir, hätte ich nicht zu dir kommen 800 können. 800 Münzen. Ja, die kannst du mal gleich runterbringen. Bin schon dabei. In den Keller. Schon in meiner Kiste. So, ich gehe jetzt mal rüber, hol mir noch den Frostschutzfang. Bisschen. Und wir waren diesmal sogar so schlau und haben, als wir die ins Gebirge gegangen sind, also was heißt, wir waren so schlau? Ich habe es vorgelebt, sagen wir es mal so. Beim zweiten Anlauf hat es dann auch funktioniert. Das Zickler hat dann auch mal tatsächlich Tränke dagelassen, damit sie wieder hinlaufen konnte zu ihrer Leiche. Aber wie gesagt, seht es euch an. Ist sehr lustig geworden, der Stream. Wir haben viel gelacht und viel spannende Sachen gemacht. Du gehst durchs Portal, richtig? Ich gehe jetzt durchs Portal, ja. Wieso? Wo gehst du lang? Gehst du zu Fuß oder was? Haben wir gesagt, ich nehme das Eisen mit? Das Silber mit? Ja, das nehme ich auch mit. Aber du kannst mit dem Silber nicht durchs Portal. Da will ich ja nicht durchs Portal. Wir laufen jetzt beide zusammen bis hoch auf die andere Seite von der Insel. Stellen das Schiff dorthin und dann gehen wir hoch ins Schneebiom und stellen da das Silberportal. Und das hier ist ja schon das Portal kennen und Silber. Aber das Gegenstück gibt es ja dafür nicht. Das ist ja dann praktisch nachher. Das hast du ja schon fertig gemacht. Habe ich gar nicht mitbekommen, hast du das gemacht. Hast du toll gemacht. Finde ich gut. Wir haben ein Problem. Welches wäre? Das ist zu viel, ne? Ja. Ja, ja, ist mir klar. Deswegen musst du mir auch ein bisschen was geben und auf jeden Fall den Gürtel anlegen, nicht die Wünschelrute. Aber das hast ich habe den Gürtel angelegt. Schon klar. Deswegen bin ich halt mit hier, dass ich dir helfen kann. Wir wollen so viel wie mitnehmen wie geht. Wo ist denn das jetzt drin? Über alles was drin. Okay. Außer in Gold. Ja, außer in Gold und Silber, ja. Wo es eigentlich drin sein sollte. Also hier sind die Ketten drin, die nehme ich mit. Aber die hätte ich auch so mitnehmen können. Den kannst du durchgehen. Ich dachte eigentlich, hier ist noch Silber. Nee, das habe ich jetzt komplett. Ach, das hast du komplett. Naja gut, das Sinn und so, das müssen wir nicht unbedingt mitnehmen. Davon haben wir ja drüben massig. Das war jetzt nur so eine Idee, dass man das eventuell mitnehmen könnte. Und ansonsten ist ja alles da. Und das Silbererz hast du auch, ja? Silbererz haben wir keins mehr. Hast alles verbraten? Boah, sie hat alles verbaut. Guck dir das an. Sie war ganz fleißig. Außer beim Zinnerz. Das hat sie noch da gelassen. Aber wir haben so viel Erz jetzt drüben. Kupfer, ja, Zinn. Ja, ja. Durch die lange Tour, die wir gemacht hatten. Das habt ihr ja auch mitbekommen, als ich das ausgeräumt habe im Let's Play. Wir mussten ja die neuen Kisten stellen, damit wir es überhaupt unterbringen können. So, jetzt will ich aber mir hier noch was mitnehmen, weil ich habe nämlich keine Schwänzchen mehr bald. So, aber ich will mir keine Pilze mitnehmen. Das ist blöd. Wir haben aber auch keine Trauben mehr für Marmelade. Ich kann jetzt keine Himbeeren mehr. Ja, Trauben an sich sind das ja trotzdem. Dann mache ich Folgendes, ich brate mir das Fleisch mal schnell durch. Also nicht alles, aber ja. 6-mal. Da habe ich erstmal genug. Würstchen habe ich dann, das Fleisch habe ich, dann kann ich den Fisch noch dazu essen. Und Würstchen habe ich. Komm mal weg da, ich muss am Ende. Noch 22. Grill. Nächsten Schwänze habe ich noch 6 und ich habe noch eine Marmelade. So, das wird wie gesagt jetzt eine längere Tour. Wir werden die Tour auf jeden Fall jetzt durchziehen, hintereinander weg. Das heißt, wir werden auf die andere Seite, ich zeige es euch mal kurz, wir wollen von hier, hier drüben hin, weil ja hier hinten ist ja unsere Insel irgendwo. Wo sind wir da, ne? Ja. Genau. Also hier wollen wir hin. Vielleicht auch ein bisschen weiter nach hier oben. Aber eigentlich ist das Silber hier, also hier wäre es am günstigsten, da das Schiff hinstellen. Dann wollen wir hochgehen, hier ein Silberportal hinstellen, damit wir später hin können. Was? Das ist die Kohle. Echt, der Fisch wird aus der Kohle? Geh doch mal aus dem Weg! Geht sie mit dem Weg und wundert sich, dass ich nie an den Fisch komme. Hm. Ja, okay. Fisch dreht wieder. Hier wollen wir das Schiff hinstellen, dann stellen wir hier das Portal oben hin, werden noch ein bisschen Silber abbauen. Das Schiff beladen wir natürlich vorher. Und dann wollen wir mit dem Schiff halt die kleine Tour da rumfahren. Wobei, wir müssen nicht beide dann fahren, das reicht, wenn einer fährt. Bing. So, na dann. Und wir erwarten natürlich wieder viel Gegenwehr von Wölfen, wenn wir nachher das Silber holen. Und auch eventuell von Steingolems. Von denen wir auch schon 2 töten mussten, weil sie uns im Weg standen. Ich erinnere mich nicht dran. Hab ich aber gerade. Ich habe nur noch 49 Holzpfeile. Geht denn hier? Das geht ja mal gar nicht. Ich habe noch 75. Ja, dann müssen wir mal. Haben wir noch Holz hier? Nope. Oh Mann. Okay, muss ich noch mal kurz rüber. Oder wir fällen hier ein paar Bäume. Das können wir auch machen. Mal ganz auf die Schnelle. Fällen wir mal ein paar Bäume und ich. Ah, ist ja hell.
Ich frage mir was. Nee, das ist blöd. Wenn es hell ist, ist es blöd. Also. Dann muss es schnell gehen. Naja, weil es jetzt noch Tag ist. Wie spät ist denn das? Sieht man ja nicht irgendwie, ne? Nee. Das fehlt noch so. Ich weiß, die Wikinger an sich hatten ja noch keine Uhren. Aber so eine kleine Sonnenuhr wäre doch schön, damit man zumindest weiß, wie spät es am Tage ist. So eine Armbandsonnenuhr. So, wäre doch eine coole Sache. Na gut, ich werde noch ein paar buchen. Du hast diese Aussage jetzt nicht wirklich gebracht, so eine Armbandsonnenuhr, oder? Doch, natürlich. Ich finde, so eine Armbandsonnenuhr wäre was Cooles. So die besseren Versionen sind dann aus Granit gefertigt, weißt du? Die einfache ist noch aus Stein. Die ganz einfachen sind aus Holz. Das sind dann die Arbeiterklassenuhr. Mhm, okay. Und wir beide würden natürlich schon die Granit-Variante fragen. Ja, klar, natürlich. Selbstverständlich. Ist das gehört. Fall mal da runter, du Bau. Das erklärt sich ja von alleine hier, ne? Ja, das Problem bei der ist halt, dass sie wahnsinnig schwer ist, die Granit-Variante. Ich wollte doch nur ein paar Bäume fällen. Ich wollte ja nicht mehr den ganzen Wald umlegen hier. Jetzt gehen die Bäume auch. Ich habe gerade eine Blockade wirklich weggehauen durch die Bäume. Also die sind gegengerollt und das ist hier kaputt gegangen. Dafür habe ich ja, Alter, echt. Ach, ich habe ja so viel Holz gerade wieder raus. Ich bin voll, ach so, du ja auch. Das ist nicht gut. Wir müssen zusehen, dass wir Holz, dass wir ein bisschen was rausschmeißen. Kurzerhand mal, wo sind denn überhaupt unsere Stiele? Ja. Da brauchen wir wieder Kernholz für. Zicklein, komm mal wieder raus. Ich hoffe, da drin rumzuspielen. Ich spiele nicht, ich habe mir was zu essen hergestellt, du Horst. Hier muss alles repariert werden, ist alles kaputt, ohne Ende. Die ganzen Palisaden. Die Palisaden nicht, aber die ganzen Pika. Kaputt. Jetzt fehlt sogar eine. Das ist aber 13, schlicht auch 13. Das können doch nicht die Skelette von letztens gewesen sein. Da war doch alles heile danach. Das können die schon gewesen sein. Nein, wenn alles heile danach war, können sie es per se nicht gewesen sein. Also muss hier doch noch irgendwas gewesen sein. Wir haben eh kein Kernholz, um das hinten wieder aufzubauen, das Stück. Aber guck mal hier, wie viel hier schief und krumm sind. Ach, ich bin ein Forsten. Das wissen wir doch. Ach nee, es war gar nicht komplett kaputt. Oder doch? Ach, hier ist das Loch. Das fehlt tatsächlich. Ja. Mist. So, also wir brauchen auf jeden Fall, ich muss auf jeden Fall ein bisschen was wegpacken. Zur Hand mal. So ein Mist. Das erben wir richtig. Dass wir jetzt aufgehalten werden, nur weil ich Pfeile brauche. Nimm doch mal den Hammer aus der Hand, sonst kannst du nicht durch die Tür gehen. Das solltest du doch wissen, Mensch. Das Spiel schon lange noch. So. Das ist unsere Portaltruhe. Da. Mache ich das jetzt ganz einfach und lege die Sachen, die wir nachher mitnehmen wollen, auf jeden Fall ganz kurz mal hier in die Truhe rein, also nicht wegnehmen. Warum brauchen wir nicht? Leder brauchen wir auch nicht, das kann alles hier bleiben. Wobei ist auch Quatsch. Können wir später auch überbringen dann. Nein, nicht den Fisch. Bist du denn völlig von allen Sinnen? Du ja. So. Noch, genau. Jetzt hole ich erstmal das Holz schnell rein. Leider haben wir hier auch kein Kernholz mehr, oder? Dass ich zumindest den einen da ersetzen könnte oder die zwei? Nee, ich glaube nicht. Das ist den Habermoss. Man ist ja so langsam mit dem Ding. Das ist der größte Nachteil bei dem Teil, dass man wirklich enorm langsam läuft. Kannst du mal kurz im Dunkelwald ein bisschen Kernholz holen? Wäre das ein Problem? Was soll ich schnell machen? Haben wir überhaupt noch ein Portal im Dunkelwald? Wir haben gar kein Portal im Dunkelwald mehr. Deswegen ja auch das Gebirgeportal, weil das ja... Ja, aber das stellen wir dann lieber ein bisschen weiter wieder unten hin, ne? Von Anfang des Gebirges, oder? Ja, gut, von da aus ist es nicht weit bis runter. Aber jedes Mal, wenn du ankommst, musst du einen Frostschutztank drin haben, sonst erfrierst du ja gleich. Das wäre ja blöd. Also wir brauchen auf jeden Fall wieder ein Dunkelwaldportal. Das geht übrigens jetzt demnächst los. Die Bauarbeiten am Portalturm. Leuchtturm. Wer nicht weiß, worum es dabei geht, schaut euch den ersten Stream an. Also wir machen schon noch, nicht, dass euch jetzt ärgert oder so, ich will keine Streams gucken, die sind so lang oder sonst was. Zum einen werde ich die Streams noch unterteilen. So ein bisschen, damit ihr auch wisst, wo ihr was findet. Beim ersten Stream werden wir das nicht machen, weil da ist eigentlich durchgehend das eigentlich nur Farmen, ne? Oder?
haben wir da noch. Wir haben einen Versuch auf Knochenwanz gemacht. Mhm. Und das war's. Ansonsten waren wir nur farmen die ganze Zeit. Also wer sich gerne Farming anguckt, der ist in dem Teil auf jeden Fall gut beraten. Und ansonsten werdet ihr aber nichts verpassen. Wir werden im Let's Play auf jeden Fall die wichtigeren Sachen machen. Das heißt, die wichtigeren Sachen, jetzt werdet ihr natürlich sagen, ja, wo ihr habt da Knochenwanz im Stream getötet. Das ist doch wichtig. Deswegen ist ja auch der Stream online. Genau, deswegen haben wir den Stream nämlich online gestellt. Das ist faktisch gesehen die Zwischenstufe des Let's Plays. Wir haben euch ja auch in den Let's Plays mal gesagt, wann die kommen werden. Okay, das ist definitiv nicht der Dunkelwald, wo du gerade bist. Nö. Das ist ein Fauststück. Wieso? Wie viele sind das denn? 2 Stück. Ja, wow. Ja, die müssen wieder repariert werden. Ich ja, aber doch nicht jetzt. Wir haben jetzt eigentlich wichtigere. Ja, wir haben wichtigere. Du hast ja recht. Entschuldige. Es stimmt ja, sie hat ja recht. Ich hasse es, wenn sie recht hat. Vor allem, wenn ich es zugeben muss. Das hasse ich noch viel mehr. Also, ich hoffe, recht zu haben. Blöd gelaufen, ne? So, los. Ich habe jetzt mehr als genug Holz für Pfeile. Also auch für deine Pfeile. Schön. Ich weiß jetzt nicht, warum du jetzt draußen warst wegen Holz. Weil du mir zu lang brauchst. Ich brauch dir zu lang. Hättest ja gleich mitkommen können. Tja. Frechheit ist das. So, dann stell dir auch deine eigenen Pfeile her. Mach ich. Ach ja, es macht immer wieder Spaß, ganz ehrlich. So, damit haben wir dann erstmal wieder, wie waren wir denn jetzt überhaupt? 229 Pfeile. 115. Holzpfeile, aua. Eigentlich müsstest du ja die größere Anzahl an Pfeilen haben, oder? Nee, schießt doch öfter daneben. Ich habe aber noch 10 Feuersteinpfeile. Okay. So, ich packe die Sachen, wie gesagt, alle hier erstmal rein. Wir werden dann später mitnehmen. Das ist das fürs Schiff. Und dann fürs Portal auch. Und ich. Aber ich. Wie geht denn das? Ach, nein. Oh, du hast den Silber auch hier reingepackt, ne? Das Silber hat ja mit mir nicht viel zu tun. So. Ich nehme mir noch ein bisschen Holz mit. Damit wir auch gleich einen Tisch bauen können da. Gehst du mal bitte? Ich musste doch erstmal kontrollieren, ob ich auch alles habe. Ich habe nicht alles dabei. Irgendwas fehlt mir. Deswegen nerv mich nicht, wenn ich da in der Ruhe bin. Ich bin zuerst fertig, muss zuerst fertig werden. Warum musst du zuerst fertig werden? Weil du nur Silber reingepackt hast. Wo ist denn jetzt? Ach, das Leder habe ich vergessen. Das gehört doch mit zum Schiff. Ja, ich kann das ganze Holz gar nicht mit, das ganze Nein. Silber nee, gar nee, nicht nee, mitnehmen. Nee, wie, das ganze Silber kannst du nicht mitnehmen? Nee. Wieso? Weil ich 7 Gramm zu schwer bin. Na, dann schmeißt doch die Ketten raus. Du musst erstmal, wie viel das ausmacht. Nichts. Das macht gar nicht aus. Hast du jetzt Essen gemacht, ne? Deswegen brauchst du keine 20 Würstchen mitnehmen. Ich habe schon die ganze Zeit, ich habe mir nur die 9 hier gemacht. Ach so. Ja, dann, die brauchst du ja. Du brauchst ja die dritte Komponente. Ja, dann, warte, ich kann, glaube ich, ich weiß nicht genau. Du kannst nichts mitnehmen. Ja, doch, wenn ich Holz mitnehme, Holz nicht mitnehme, kann ich. Pack mal Silber rein, was du nicht mitnehmen kannst. Weil ich habe ja fürs Schiff dann alles bei. Was ich nicht mitnehmen kann. Ja, was du nicht mitnehmen kannst. Die Menge, die du nicht mitnehmen kannst, jetzt reinpacken. Warte. Kannst du noch mehr mitnehmen? Oder willst du mich gerade rollen? Nee. Ja, doch, kannst du. Ja, aber ich will dich nicht rollen. Ach so. Weil das wäre dann für mich zu viel. So. Einen könnte ich noch. So geil hier. Der eine ist zu viel, ja. Okay, also das, so geht's. Anders geht's nicht. Dann habe ich das Zeug fürs Portal bei und du. Ach, passt doch. Kannst du mal ein bisschen Holz mitnehmen für eine Werkbank? 10 mal? Würde es noch reinpassen? Dann hätten wir nämlich alles voll, was wir brauchen. Passt. Okay. So, dann kannst du sogar unterwegs noch Pilze sammeln. Weil das kann ich zum Beispiel nicht. Da werde ich sehr traurig sein. So, wollen wir dann? Auch wir können auch hier dann demnächst einfach die Pilze mitnehmen. Ja, wir brauchen doch trotzdem mehr Pilze. Also, das ist so eine Aussage schon wieder. Nein, wieso? Was soll denn das, wenn ich sage, wir sammeln unterwegs noch Pilze? Dann sammeln wir unterwegs noch Pilze und fertig ist? Was soll denn das? Ist doch Quatsch, sowas zu sagen. Das reicht im Leben nicht, die Pilze, die wir haben, für das gesamte Spiel, für die gesamte Spielzeit, oder meinst du doch? Und ich habe keine Lust, demnächst wieder 4 Stunden in den Wald zu laufen, nur weil du zu faul bist, unterwegs mal Pilze zu sammeln.
So, bin ich jetzt klar unter die Gebühr gekommen? Ja. Schön. So. Und wir laufen ja direkt gerade rüber eigentlich, oder? Ja, fast. Bah. So, bald wieder Federn farmen. Wobei, hatten wir jetzt die Feder eigentlich aufgebraucht für die Pfeile? Nee, ne? Nein. Das wäre auch ein Wunder gewesen. Es waren ja doch relativ viele. Aber wir haben gut geschafft, also da kann man nichts sagen. Oh, Bärchen. Bärchen. Himbärchen. Ah, das ist nur drei. Ja, und wir haben jetzt übrigens den neuen Bonus auch an, also den vom neuen Boss, also von Knochenwanst. Knochenwanst. Das heißt, wir haben eine Verminderung für, ich glaube, es waren Stich- und Schnittverletzungen. Hab da jetzt gerade nicht wirklich den Überblick. Auch das könnten, hätten wir mal eigentlich nochmal rangehen können. Das ist auch gleich hier rechts. Dann hast du den überhaupt schon aktiv? Ja, du warst ja extra noch da, ne? Ja. Hast du irgendwelche Probleme mit den Schweinchen und dem einen Gräuling da? Nee, du warst mein Problem gerade. Weil ich dich weggeschoben habe. Weil du mir im Weg standest, ja. Also, weil ich dich weggeschoben habe. Aber. Nix, aber. Aber. Ja, bin gleich da. Kannst mich da warten. Ich zeig ja bloß ganz kurz, welchen Effekt das hat. Ja, ich habe ja auch jetzt nur die Bärchen eingesammelt. Ah. Oh, hier sind auch schon wieder Bärchen. Schnell. Bei den Gärten sind keine drin. Ich glaube, da habe ich versehentlich die Büsche auch kaputt gemacht. Gärten. Na, da ist doch, hier sind doch die. Ja. So, kann man das überhaupt sehen? Ich weiß es gar nicht. Abbaustein aktivieren. Steht da schön was? Nee. Kann man so gar nicht. Warte. Müsste man, glaube ich, einen anderen aktivieren. Aber klar, Mensch, die Boni sieht man doch sowieso. Ach man, genau, sag mir das doch. Aktiver Effekt hier ist er. Resistenz versus Hauen, versus Schnitzen und versus Stechen. Also bis auf Hauen hatte ich sogar recht. Das heißt, Hauen habe ich ja bloß vergessen. So, dann wisst ihr das auch. Also das ist ein wirklich toller Effekt. Wir haben uns sagen lassen, dass er besonders im Schneebiom wirkt, aber es gibt ja auch viele außerhalb vom Schneebiom, die mit derartigen Angriffen kommen. Rolle zum Beispiel hauen ja auch. Ja, blöde Mistviecher. Ich habe 19 Bärchen. Wie viel hast du? Oh, ich weiß nicht. Ich glaube, ich habe 5. 5 habe ich. Ich hatte aber auch keine Zeit, Bärchen zu sammeln, zu suchen. Pilze, ich sehe, ich habe Pilze gesehen, glaube ich. Da, wusste ich es doch. Wow, auf die Entfernung gesehen. 1, 2, 3, 4. Und noch einer. Noch mehr Bärchen. Dann können wir da schön Mohrrübensuppe herstellen. Wir haben übrigens immer noch keine keine Rübensamen gefunden. Das ist schon traurig. Und wir waren mitten im Stream sogar noch auf der Suche, aber keine Chance. Ich glaube, wir sind im falschen Sumpf abgebogen. Meinst du? Glaube ich ja. Sag mal, habe ich keinen Platz mehr oder was? Stecken die nur auf 10? So ein Mist. Nein, die stecken auf 50. Würde ich das sagen. Aber achso, du bist... ich habe noch 5 Kilo. Oder 6 Kilo, das kann nicht sein. Aber vielleicht, weil ich oberhalb stand. Lass mich rollen hier. Nee, genommen hat er sie dann. Na, letzten Endes. Wo laufe ich überhaupt hin? Gibt's auch da lang. Bärchen. Was mehr da lang? Spielt damals überhaupt? Naja. Wir kommen vielleicht noch beim anderen Ufer an. Das schaffen wir vielleicht noch. Wenn wir einen ganz kleinen Tick überziehen. Aber das muss auch nicht. Weil, wie gesagt, wir laufen jetzt hier bloß durch den Wald. Da wird nicht großartig was passieren. Es könnte uns mal ein Troll begegnen, aber... Bärchen. Ich meine, Trollkämpfer habt ihr jetzt schon so viele gesehen. Das müsst ihr auf Dauer jetzt langweilig werden. Es sollte. Wir laufen von den Trollen schon weg, weil das Gold brauchen wir nicht mehr. Jetzt wissen wir, wie wir anderes kriegen. Alter, sind hier viele Bären. Und ich habe schon 37. Wir werden jetzt nur einfach durchlaufen zu einem anderen Ufer und sehen uns dann in der nächsten Folge auf jeden Fall dort am Ufer, wenn wir das Schiff wieder hinstellen und bereit machen für den Silbertransport. Mhm. Also, wir hoffen, es hat euch wieder gefallen.
Ich hoffe, ihr seid nicht allzu böse über die Stream-Geschichte. Das wird sich aber nicht vermeiden lassen in Zukunft, weil wir einfach im Stream dann auch ein bisschen mehr schaffen können, was die Kleinigkeiten angeht, so nebenbei das Farmen und so. Und dass da Knochenwanz jetzt mitgefallen ist, das war eigentlich eher ein Zufall. Aber deswegen haben wir gesagt, wir stellen das auf jeden Fall hoch, damit ihr das euch angucken könnt in aller Seelen Ruhe. So, das war's eigentlich schon für diese Folge. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dahin, ciao. Tschüss.